spannend war es vor allem, als ich den Wechsel von meiner abstrakten Malerei hin zur eigentlich wieder Bühnenmalerei, also zu ein bisschen was Konkreteren gefunden habe während des Prozesses jetzt gerade. Es mehr am Ende mehr um die Message geht, die man wirklich sieht und die auch schnell zu begreifen sein sollte. Und das ist mit der abstrakten Malerei natürlich nicht ganz so einfach. Und dann, da das so ein Hauruck, eine Hauruck-Aktion war und schnell gehen musste und ich Profis brauche, habe ich meinen Vater dazu geholt. Und er als Bühnenmaler, das macht natürlich Sinn. Und dann sind wir konkreter geworden, dann kam die Welle auf einmal als Idee, die natürlich im Zusammenhang mit Viva con Agua, Art creates water, total schlüssig wurde. Und deshalb ist es die Welle geworden. Und da ist eine, für mich, also wir haben das als Bühne gesehen, die einfach übers Wasser fährt, über eine ganze Weile jetzt. Und das fand ich irgendwie spannend, auch diese Verbindung mit der starken Welle und die Jungs da draußen schwitzen sich einen ab und werden nass gemacht und auch mal am Frieren und im Wind und Regen und dabei aber ein Projekt unterstützen, wie Viva con Agua, finde ich stark und besonders und bin da sehr dankbar. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich bin Maximilian Magnus, bin Künstler und unterstütze Viva con Agua seit über 10 Jahren.